Inquisitor, es ist schon viel zu lange her. Ich hoffe, die Jahre waren freundlich zu euch. Wie ist es euch ergangen, Mutter Giselle? Ich habe letzten Sommer Lebensmittellieferungen aus den erhabenen Ebenen in Emprise du Lion verteilt. Die Dales fangen endlich an, sich zu erholen. Ich glaube fast, ihr habt seit Corypheus Tod mehr Zeit auf Reisen verbracht als ich. Es verhindert, dass ich in Schwierigkeiten gerate, euer Gnaden. Ich sollte noch erwähnen, dass uns eure Truppen in der Suledin-Feste eine große Hilfe waren. Bitte richtet Baron Desjardins meine Grüße aus. Die göttliche Victoria hat mich gebeten, euch in ihrem Namen zu begrüßen. Sie widmet sich derzeit den Bedenken des Fereldischen Botschafters. Könntet ihr sie vielleicht einfach Vivienne nennen, solange wir unter uns sind? Ihr könnt das gerne tun, Inquisitor. Ich bevorzuge es, ihren Namen als göttliche zu verwenden. Unsere letzte göttliche hat einmal darüber gescherzt, dass ich sie ausschließlich Justinia nannte. Sie bezeichnete es als meine Art, ihr zu versichern, dass ich nicht gänzlich vergessen hatte, wer von uns das Sagen hat. Wie hat sich die göttliche Victoria eurer Meinung nach in diesen letzten 2 Jahren geschlagen? Es steht mir nicht zu, mich dazu zu äußern, Inquisitor. Bei allem Respekt, Mutter Giselle, aber das hat euch doch früher auch nicht davon abgehalten. Das erste Jahr von Victorias Regentschaft war äußerst turbulent. Der Friede, auf den ich gehofft hatte, hat sich leider nicht eingestellt. Nichtsdestotrotz hat sie die Kirche geeint und bewiesen, dass sie die Magier unter Kontrolle hat. Ich werde mit der göttlichen Victoria sprechen. Ich bin mir sicher, sie wird es zu schätzen wissen, euer Gnaden. Die göttliche ist sich bewusst, wie viel Gutes ihr noch tun könnt und bereits getan habt. Herzog Cyril wird euch im Namen von Orlais willkommen heißen wollen. Ich glaube, er unterhält sich gerade mit dem Botschafter de Winters. Darüber hinaus sind außerdem viele eurer Freunde zurückgekehrt. Ich hoffe, ihr findet Gelegenheit, noch vor dem erhabenen Rat mit ihnen zu sprechen. Das Reich hat einen Botschafter geschickt? So könnte man es ausdrücken, euer Gnaden. Dorian Parvus wurde zum Botschafter de Winters ernannt. Es wird mir gut tun, ihn wiederzusehen. Ich muss mich noch bei ihm entschuldigen. Ich ließ zu, dass mein Misstrauen gegenüber Tevinter mein Urteilsvermögen trübt. Er hat viel riskiert, um uns zu helfen. Ich habe ihm Unrecht getan. Ihr wollt euch entschuldigen? Bei Dorian? Ich habe nur wenig Verständnis für jene, die ihre Fehler nicht eingestehen können, euer Gnaden. Und das schließt auch mich selbst mit ein. Ich werde meine Entschuldigung in aller Öffentlichkeit vorbringen müssen. Er wird sich für seine Reaktion zweifelsohne ein Publikum wünschen. Wen genau meint ihr? Wer von ihnen ist für den erhabenen Rat zurückgekehrt? Nun, da wäre zum einen euer zwergischer Freund Meister Tethras. Soweit ich weiß, hat er die letzten Jahre größtenteils in Corkwall verbracht. Ich glaube, Sir Blackwall ist ebenfalls zurückgekehrt, obwohl er nun den Namen Tom Renier trägt. Genießt die Zeit mit ihnen, solange es noch möglich ist, euer Gnaden. Ich bezweifle, dass ihr noch dazu kommt, sobald der erhabene Rat begonnen hat. Ich danke euch, Mutter Giselle. Euer Gnaden, eine letzte Frage noch, falls ihr sie mir gestattet. Dieser erhabene Rat. Ferelden möchte die Inquisition auflösen, während Orlais darauf brennt, sich mit ihrer Macht zu schmücken. Doch wie seht ihr die Zukunft der Inquisition? Corypheus ist tot. Wir haben unser Ziel erreicht. Wenn wir also nicht länger gebraucht werden und es friedlich durchgeführt werden kann, ist es für die Inquisition vielleicht an der Zeit, sich aufzulösen. Ich danke euch. Der Erbauer möge über euch wachen, Inquisitor. Ich werde euch nicht länger aufhalten.